Markus Kapitel 8 beginnt damit, dass noch einmal eine große Speisung von vielen Menschen, die sogenannte Speisung der 4000, geschieht. Sie läuft eigentlich sehr ähnlich ab wie die Speisung der 5000, die wir ja schon vorher als Bibelcartoon gesehen haben. Deswegen zeige ich sie jetzt nicht nochmal. Was der Unterschied aber hier ist, die Speisung der 5000 war in einem Gebiet, wo vor allem jüdische Menschen waren. Wobei die Speisung der 4000 in einem Gebiet, wo vor allem heidnische Leute lebten, war. Und ansonsten ist sie relativ identisch mit der Speisung der 5000, von dem, wie es passiert. Danach hat Jesus einige Begegnungen. Es geht jetzt von diesen ganzen Wundergeschichten mehr auch zu mehr theoretischen Begegnungen, wo Sachen über Jesu Wesen erklärt werden hin. Und die erste Begegnung heißt Beweise, dass du von Gott kommst. So ist zumindest bei meiner Bibelübersetzung, die ich hier gerade lese, die Überschrift. Und diese kleine Geschichte wird euch wieder die Amelie in der Volksbibel vorlesen. Als die religiösen Leiter das spitz kriegten, kamen sie sofort angerannt. Sie wollten den ultimativen Prophetentest mit Jesus abziehen. Wir wollen ein Wunder sehen, war ihre Forderung. Jesus stöhnte so laut, dass es alle hören konnten, oh, Mann, warum ist eure Generation nur so scharf auf Wunder? Ihr werdet an eurer Wundergeilheit noch ersticken. Diese Art von Beweis könnt ihr vergessen, Jesus ging wieder zum Boot und schipperte über den See zum anderen Ufer. Anschließend ist eine Begegnung wieder zwischen Jesus und seinen Jüngern, die feststellen, dass sie nicht genug Proviant mitgenommen haben. Und Jesus benutzt diese Diskussion der Jünger, um ihnen zu erklären, dass sie sich vor dem Brot der Pharisäer und Schriftgelehrten hüten sollen. Er benutzt auch das Wort Sauerteig. Und er meint damit wieder, wie wir es schon vorher mal gesehen haben, dass sie viele Sachen sagen und die sind teilweise auch richtig, aber dass sie in ihrem Herzen Sachen anders leben, als sie von anderen verlangen, und davor warnt er seine Jünger. Nach dieser Begegnung haben wir noch einmal einen Heilungswunder und das seht ihr wieder als Bibelcartoon. Eines Tages brachten einige Leute einen blinden Mann zu Jesus und baten Jesus, ihm zu helfen. Da ging er mit dem blinden Mann aus dem Dorf. Jesus spuckte ihm in die Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte, siehst du etwas? Er antwortete, ja, aber es ist alles ganz verschwommen, ich kann nur Umrisse erkennen. Jesus legte die Hände auf die Augen des Mannes. In diesem Moment konnte er wieder komplett sehen. Er war glücklich und dankbar. Jesus schickte ihn nach Hause. Er sollte nicht in das Dorf zurückgehen. Anschließend fragt Jesus seine Jünger, was die Leute von ihm halten. Und diese Geschichte würde ich euch gern wieder aus der Volksbibel zeigen. Und dafür haben wir wieder Amelie, die sie für euch vorliest. Irgendwann verließen Jesus und seine Freunde Galiläa. Sie zogen auf die Dörfer, die um Caesarea Philippi lagen. Unterwegs fragte Jesus mal, was reden die Leute eigentlich über mich? Also einige sagen, du wärst Johannes, der die Leute getauft hat, andere glauben, du wärst Elia, der alte Prophet. Und ihr? Was glaubt ihr, wer ich bin? Petrus sagte sofort, du bist der Auserwählte, du bist der Christus. Jesus antwortete voll Ernst, gut, aber bitte keinem weitersagen. Markus Kapitel 8 schließt damit ab, dass Jesus schon ankündigt, dass er bald sterben wird. Die Jünger verstehen natürlich nicht, was damit gemeint ist. Und Petrus will das sogar verhindern und Jesus hält ihn davon ab und sagt, nein, das sind keine guten Gedanken, das sind keine Gedanken von Gott, sondern ich muss diesen Weg gehen, ich muss sterben und das gehört dazu. Und im gleichen Atemzug fordert er seine Jünger auch noch dazu auf, dass sie sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen sollen, sondern wirklich für ihn alles geben sollen, weil es ihnen nichts bringt, wenn sie ihr Leben erhalten oder ihr Leben retten und dafür das ewige Leben verlieren. Und so schließt dann das Kapitel Markus 8 ab.